Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag und es gibt wieder ein neues Elisha-Update. Damit ihr dieses Elisha-Update nutzen könnt, müsst ihr euch auf elishagame.com vorher schon eingeloggt haben und euren Charakter benannt haben, unter My Profile und unter My Horse auch euer Pferd benannt haben. Was dann passiert, das zeige ich euch gleich in-game. Bis gleich! So, und da sind wir schon fast im Spiel. Ich nehme das hier immer so gerne mit auf. Das ist so toll, wenn der Adler hier durchs Bild fliegt. Da kommt er jetzt. Ach, ich liebe es. Ich will euch jetzt aber nicht länger auf die Folter spannen. Ich will jetzt ins Spiel reingehen und euch zeigen, was passiert, wenn ihr euren Charakter und euer Pferd benannt habt. Dann wird nämlich euer Pferd, ihr seht es hier unten, automatisch auf Level 2 aufgestuft. Das ist nötig, damit ihr das neue Feature nutzen könnt, denn ab heute ist es euch möglich, euer Pferd zu füttern. Zur Raubtierfütterung kommt ihr, indem ihr hier unten auf Care klickt, mit der Bürste, das Symbol hier, und dann hier Horse Care. Ist auch so ein schöner, hüpfender New-File dran. Und hier könnt ihr jetzt sehen, euer Pferd ist ganz, 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 ganz doll hungrig. Ihr habt hier jetzt zur Auswahl Heu und Karotten. Wir gucken mal, auf was es Lust hat, ob ihm überhaupt was davon schmeckt. Wir bieten ihm als erstes mal das Heu an. Nee, das ist nix. Und Möhrchen? Nee, auch nicht. Ach Mensch, du bist aber wählerisch. Ich schaue immer noch die anderen Punkte durch, ob da auch schon irgendwas geht. Nee, genau, dafür musste man ja erst in den Shop gehen. Wir bieten ihm jetzt trotzdem mal sowohl Heu als auch Möhrchen zum Futtern an. Ja, guck mal da, das schmeckt doch, auch wenn es nicht unbedingt so deins ist. Aber es schmeckt doch trotzdem gut. Und ein Möhrchen noch? Doch, komm, du nimmst jetzt noch eine Möhre. Ha, das ist so knuffig. Ah, oh, es ist so süß. Ich finde das so goldig, wie die hier mit den Pferden umgehen. Ich versuche ihm jetzt mal noch was zu geben. Ich weiß nicht, ob sich der Status hungrig schon verändern kann, ob der schon ins Positive gekehrt werden kann. Da habe ich auch in der News noch nichts von finden können. Aber anscheinend können wir schon eine Bindung mit dem Pferd aufbauen, wenn wir es erstmal füttern. Er ist immer noch hungrig. Aber... Komm, eine kriegst du noch. Das soll es auch fürs heutige Update schon gewesen sein. Wie gesagt, ihr könnt jetzt und wie ihr seht, euer Pferd schon füttern und mit ihm schmusen. Ich wünsche euch schon mal ganz, 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 ganz viel Spaß dabei. Und beim nächsten Update werde ich euch natürlich sofort wieder mit einem neuen Video versorgen. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss!